Am Montagvormittag ereignete sich auf der A94 bei Marktschwaben ein tragischer Autounfall. Ein 43-jähriger Mann war mit seinem 11 Monate alten Kind und seinem Rottweiler in Richtung Passau unterwegs. Plötzlich verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr von hinten fast komplett unter den vor ihm fahrenden Lastwagen. Der PKW wurde von dem Lastwagen noch knapp 300 Meter mitgeschleift, bis beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Der 43-jährige Fahrer des PKWs war auf der Stelle tot. Das einjährige Kind, das sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwabing verbracht zur Überprüfung der Verletzungen und ob es verletzt ist. Die Autobahn Richtung Passau wurde total gesperrt und an der AS Markt Schwabing der Verkehr ausgeleitet. Der Staatsanwalt ordnete ein Gutachten an. Der Hund der Familie befreite sich nach dem Aufprall aus dem Kofferraum und lief davon. Die Polizei fand den Rottweiler neben der Autobahn. Er wurde an die Angehörigen übergeben.